Hallöchen und recht herzlich willkommen zurück, liebe Fans der gepflegten Rollenspielunterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 2. Das letzte Mal, als wir aufgehört haben, haben wir uns hier draußen in der Schlucht der Magier mit allerlei Dämonen rumgeprügelt, haben uns vorgekämpft zum Grab Tal'Rashas. Und da sind wir nun. Zusammen mit Bratam stehen wir in der alten keltischen Ruine. Und jetzt wollen wir mal gerade schauen. Wir müssen uns erstmal hier wieder unsere komischen Begleiter hinzufügen. Der Geist und die Ranke. Und dann haben wir die ganze Zeit mit was gekämpft? Mit dem Riss oder mit dem Felsenfeuer? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir probieren es einfach mal. Ich mache gerade noch das Headset ein kleines bisschen lauter. Und dann kann es losgehen. Auf der Suche nach Tal'Rashas Grab. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir werden hier nochmal von einigen Dämonen überrascht. Ja, ich hab's doch gewusst. Und ich muss das jetzt wieder leiser machen, weil es zu laut ist. Und von hinten werden wir auch noch attackiert. Das ist nicht lustig. Au, 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 au. Heiliger Bimbonius. Hier geht's aber wieder ab. Oh, ein Vernichter. Ich vernichte dich, du Vernichter. Ein Dreizack. Ja, dreimal gesockelt. Ah, ist ja schön. Ich glaube, wir hatten aber das letzte Mal auch einen gefunden in der Kiste. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Aber ist ja auch egal. Hey, wo kommst du denn her? Hey, wo kommst du denn her? Hey, wo kommst du denn her? So, jetzt aber. Ein bisschen Gold. Und das ganze Gezuppel. Hier gibt es einen Brunnen, da können wir uns heilen. Was haben wir hier draußen? Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Bitte nicht, die Hexen. Na? Wow, 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 wow. Ist das ein Special? Ja, das ist eine Spezialhexe. Die aber nicht sehr lange ausgehalten hat. Und unser guter Bratam richtig derbe reinhauen kann. Ist ja schön. So, was haben wir hier? Noch mehr von den Hexengestalten und Skelettomaden. Okay. Das ist ja alles noch einigermaßen vertragbar. Und wir sind ein Level aufgestiegen, sind jetzt Level 22. Aua. Aua. Hallo. Huch. So, jetzt aber hier. Komm, du alter Ghoulfürst. Ich hau dir ins Gesicht. Und mach halt mal irgendwie gar keinen Schaden. Das ist so... ja. Hm. Na komm, jetzt fall um. Geht doch. So, 20 Goldstücke. Und da ist noch so ein vernischter Typ. Ah, das ist aber ein Special. Eieiei. Friss den. Und den. Na komm. Yeah. Oh. Eieiei, der hat aber nochmal gut nachgetreten, die alte Sau. Regenerationstrank, Mana-Trank, Mana-Trank. Nehmen wir mal mit. Und das kleine Schild nehmen wir auch einfach mal mit. Wir müssen eh nochmal nach Hause, bevor wir dann ins Tal'Rashas-Grab gehen. Und ich glaube nicht, dass das Tal'Rashas-Grab unbewacht sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen. So, wo geht's hier hin? Au. Edit! 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 Oh, ein guter Kettenpanzer, der bringt Kohle. Den hätte ich gerne mit anbei. Hey. Lass unseren Geist in Ruhe. So, wie kriegen wir den Kettenpanzer hier noch runter? Pass mal auf. Trank, Trank. Hier rüber, dort rüber, hier. Das funktioniert niemals. Dann schmeißt er das Schild weg, weil das kann bestimmt eh nichts. So. Und den Trank, ja, komm, weg damit. Wo ist der Kettenpanzer? Kettenpanzer! Da ist er. So, weiter geht's. Eine Urne. Oh, da ist sogar was drin. Was ist hier denn los? Ja, das hat sich dann auch wieder übrig gehabt. Wo, wo, nicht wo, sondern so, wollte ich sagen. Uah. Sowas wie so, jetzt sind wir gleich tot. Okay, einfach mal durchrennen und gucken, dass wir hier irgendwie... Sehr schön. Hat ja super geklappt. Hau ihn um. Dir, yes. Okay. Oh, ein guter Heiltrank. Naja, komm, muck mal nicht auf hier. Du bist auch nur so ein hässlicher Dämone. So, gehen wir jetzt da oben lang oder gehen wir hier unten erstmal lang? Okay, wir gehen erstmal nirgendwo lang, weil der Weg uns mal wieder versperrt wird. Ein Diamant. Nein, ein Smaragd. Auch gut. Nämlich auch dankend. Dankend mit Schleifchen. Oh, jetzt haben wir noch einen Zauber gefunden. Okay, dann öffnen wir das Portal. Saufen einen Mana-Trank.
stecken den da unten rein, schieben das hier so ein bisschen rüber und ruckizucki können wir das Ding mitnehmen. Und jetzt rennen wir schnell weg. So, Deckard Cain, wo bist du? Da bist du. Seid gesegnet. Okay, der bringt 5000 Goldmünzen, dachte ich mir doch schon fast. Das Ding können wir leider nicht verkaufen und der macht 1 bis 21 Blitzschaden. Schieb ihn dir sonst wohin. So. Hat die irgendwas? Naja, brauche ich glaube ich gar nicht gucken, weil die hat sowieso nichts. Hatten wir? Ja, wir hatten. Was macht der? 9 bis 15, 7 bis 17. Ja, dann hat sich das mit dem Kollege ja eigentlich hier auch erledigt, ne? Auch okay. So. Aber ich würde gerne hier plupp und plupp und plupp und zack. Und ich glaube, noch einen können wir leider nicht machen, ne? Ja, ja, dachte ich mir schon. Gut, dann stopfen wir die beiden einfach mal nach hier unten. Den Smaragd behalten wir natürlich. Das kommt dort rüber. Ach, den haben wir ja auch noch. Richtig, den zersetzten Kopf. Ne, den Zombie-Kopf, der bringt uns, naja, 198. Haben auch schon mal mehr gebracht, die Dinger. Naja. So, machen wir die Skillvergabe jetzt eben schnell. Natürlich, ich glaube, das machen wir jetzt mal gerade. Hier drüben würde ich gerne... irgendwas machen, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, wir machen das Felsenfeuer nochmal einen hoch. Einfach, weil wir ja mit irgendwas auch kämpfen müssen. Hier drüben könnten wir den Geist nochmal ein bisschen hochsetzen vielleicht. Ja, Geist hört sich gut an. Den einen Punkt heben wir uns auf für irgendwann mal. Und hier drüben gehen wir dann auf... gehen wir nochmal auf Vitalität. Einfach, weil wir ziemlich schnell, ziemlich down gehen, wenn wir irgendwie getroffen werden. So. Au. Und nochmal au. So, jetzt habe ich den Felsenfeuer-Dingens hochgesetzt und spiele aber nur mit dem Riss. Ist ja auch super, ne? Super inkonsequent. So gehört sich das in dem Let's Play. Au. Daneben. Okay, unser Hiwi sitzt irgendwie gerade in der Falle drin, aber das stört ihn gar nicht. Das ist ein harter Hund, der kommt aus Russland. Der kann sowas verknusen. Ah, Löcher. Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Wir sind mal gestorben in so einem Dungeon hier. Ich mache hier fröhlich die Krüge auf, während die da vorne am Fighten sind. Und sammle dann nur fröhlich ein. Hui, ein Schädel. So. Das Schlimme ist, ich sehe jetzt gerade gar nicht, wie lange ich aufnehme. Das macht aber, glaube ich, auch nichts. Also ich hoffe es zumindest, dass das nichts macht. Weil, das Tal-Rasha-Grab hier ja sowieso das letzte Level ist bei Diablo 2. Also im zweiten Akt, ne? Jetzt nicht das komplett letzte Level des Spiels, aber das letzte Level im zweiten Akt. Und da, macht's absolut gar nichts, wenn ich jetzt nicht weiß, wie lange ich aufnehme, da ich das sowieso komplett in einem haben möchte. Alter Schwede. Ist ziemlich unfreundlich, mich hier so harsch zu unterbrechen. Ich hoffe, das wisst ihr, Dämonenschweine. So, Schrein der Fertigkeit nehmen wir einfach mal mit. Kann ja nicht verkehrt sein. Wow. Ziemlich großer Raum. Au. Hallo. 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 So, hier sind wieder jede Menge Uhren. Die können wir natürlich öffnen. Au. So. Mana-Drank brauchen wir nicht, aber einen Sarkophag. Mit einem guten kleinen Schild, das einmal gesockelt ist. Ist ja wunderbar. Ist das beste Schild, das ich jemals gefunden habe. Oh, ich habe einen Runen gehört. Ein Tierrun. Aha, 2 zu Mana nach jedem Volltreffer. Au. Schon wieder nicht, schon wieder nicht. Hier sitzt doch bestimmt irgendwo einer, so ein kleiner, fetter Dämon irgendwie an so einem Kontrollzentrum hinter irgendeiner Wand und schießt immer hier die Fallen auf mich los. Quasi so eine Art geheimer Endgegner. Der noch schlimmer ist als Diablo und Baal und wie sie alle heißen. Würde ich meinen Arsch für verwenden. So. Dann setzen wir unsere Reise mal fort. Hier sind noch Uhren, die nehmen wir natürlich mit. Da ist er wieder, da ist er wieder. Ah, er hat es getroffen diesmal. Und nochmal. Ah. Diesmal nicht. Diesmal nicht, mein kleiner fetter Gnom. Gnom-Dämon. So, dann hier mal schnell am Brünnchen was trinken und ein bisschen aufheilen und dann wieder zurück. Und, boah, das scheint hier richtig groß noch zu sein, ne? Puh. Puh, puh, puh. Wollen wir nochmal schauen.
wir das hier bewerkstelligen. Im Untergrund. Hallo! So. Gold, Gold, Gold. Davon kaufe ich mir ein Colt. Und wieder Urnen. Jede Menge Urnen. Und ein toter... Ich habe nicht gelesen, wie sie heißen. Zombie einfach. Nennen sie einfach Zombie. So, hier gibt's nichts mehr. Dann auf. Und davon. Hallo. Au. Au. Dim-dim-digi-dim-du. Mana-Trank. Nein, danke. Habe genug. So, jetzt, ich muss sagen, das Felsenfeuer haut gut rein, jetzt seitdem wir das hochgesetzt haben. Das finde ich ja super. Ich freue mich ja schon, wenn wir dann später die ganzen anderen Sachen noch bekommen, wie zum Beispiel Armageddon und Hurricane. Weil ich glaube, der Hurricane ist nicht so gut. Also ich glaube, also der ist schon gut, aber das ist halt so ein Zauber, der ist quasi um einen herum. Also der schwirrt hier so um dich rum. Also in dem Fall um Günther. Und macht halt schon Schaden, aber... Aber ich glaube, der war jetzt nicht so pralle. Aber mal gucken, wie wir das dann bewerkstelligen. Ist ja noch ein bisschen hin, bis wir Level 30 sind. Hier ist ganz schön was los noch hier unten im Grab von Tal Rasha. Soll man nicht meinen. Ich meine, die Alte oder der Alte ist ja auch schon ein bisschen länger hinüber. Aber dass sie sich hier immer noch so alle zusammenfinden und Partys feiern, das ist ja schon... bisschen bitter irgendwie. Naja. In diesen Dingern ist nie was Gescheites drin. Ist unglaublich. Au. Lasst ihr mich bitte in Ruhe. Und wo kommst du zur Hölle her? Nein. Wir hängen schon wieder fest. Boah, das ist schon wieder wie auf dem LSD-Trip hier, ey. Das ist ziemlich hell alles. So, was haben wir denn da? Ach nee, ich sollte vielleicht erstmal gucken, dass wir hier die... Genau. Dass wir die alle mal klein kriegen hier. Bitte nicht sterben, das wäre so fail. So, mein Freund. Nein, ich sterbe jetzt nicht, weil das nicht gut ist. Alter, was ist hier denn los? Boah. Komm, wir geben dir mal einen hier. Kein Problem. Macht man so unter Alkoholikern. Boah. Gut was los hier, Mütchen. Das Schlimme ist ja, dass diese blöden Zauberer dann, die immer wieder nach zaubern sozusagen. Ich muss mal hier ganz kurz, haben wir noch Tränke? Nee, haben wir nicht. Ja, ganz toll, dann müssen wir zurück in die Stadt. Alter. Schön, euch zu sehen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, ja. Voll die Partei da unten. Ja, Zauberstab brauchen wir nicht. So, ein bisschen reparieren und ja, wir haben keine Tränke mehr. Das ist natürlich, glaube ich, das erste Mal in diesem Let's Play nach 30 Folgen, dass wir keine... Nichts. Ja. Mit dem richtigen Elixier oder eben. Trank so ist es. Ich gebe dir vollkommen recht, mein Freund. Das erste Mal in diesem Let's Play, dass wir keine Getränke mehr anbei haben. Das ist ja... schon ein bisschen hart irgendwie. Aua. Alter, wie viel sind das denn? Boah. Das war's, wir sind tot. Nein, wir leben noch. Wir leben noch. Eine Rauchkugel. Boah, dieses Scheißgift, das macht uns halt auch derbe Schaden, weil wir halt hier super die Widerstände haben. Also das ist wirklich sehr, sehr viel, was wir an Widerständen haben. Das ist eigentlich schon perfekt, muss ich sagen. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. So, was haben wir hier? 36 Gold. Oh, alter Schwede! Wo kommst du jetzt schon wieder her? Weit und breit nichts, wo der Bastard joinen kann, aber trotzdem kommt er hier irgendwie um die Ecke gerannt. Das ist ja unfassbar. Alter, überall nur Monster und Gegner und... Bah! Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich nach vorne renne. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. So. Ein Ring.
schnell aufsammeln, damit wir ihn auch schön verlieren können, wenn wir dann tot sind. Boah. So, ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Heiliger Bimbam. Das ist ja... Puh. Das ist ja schlimmer wie Montagmorgens, anfangs des Monats beim Arbeitsamt. Alter. Und da geht's schon wieder weiter. Mama mia. Ich meine, das ist natürlich super für uns, dass die so zusammenstehen, ne? Das ist... Kann ja eigentlich besser nicht sein. Also zumindest für unsere, sag ich mal, für unseren Kampfstil. So als Druide und so. Aber es ist schon ein bisschen krank irgendwie. Der beliebt... Ach, der wiederbelebt die andauernd. Ich habe mich gerade schon als gewundert, was das als ist. So. Och, nö. Ich will doch nur bei Tal Rasha mal kurz vorbeischauen. Lässt sich das nicht irgendwie bewerkstelligen hier? Kann man nicht verhandeln mit euch? Ihr dickköpfigen Scheiß-Dämonenschweine. Ja, komm, ich drück dich gegen die Wand mit meinem Ball. Mit meiner fetten Bauchkugel hau ich dich weg. So. Ein Amulett nicht in der... Alle Widerstandsarten plus 8. Oh, das ist perfekt. Das kommt gerade gelegen. Ich glaube, das ziehen wir direkt an. Komm. Alle Widerstandsarten plus 8. Das heißt, wir haben jetzt... Hier, ne, seht ihr ja, 8, blablabla. Wenn ich das ausziehe, haben wir 8 weniger. Erklärt sich eigentlich von selber. Also von selbst. Ich hab das halt jetzt einfach nochmal erklärt, falls ihr, naja... Halt irgendwie so, ne? Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen hier. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Grab da hinten ist. Autsch. Bin ich voll in die Faust gerade gelaufen von dem. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass das Grab jetzt da hinten irgendwo ist. Das wäre jetzt dann irgendwie schon ein bisschen unlustig. Au. Hey. Ohne hier. Lauf doch nicht an ihm vorbei. Ich mach ihn doch Blatsch. Jawohl. Laufen wir da jetzt nochmal schnell hin oder riskieren wir einfach, dass wir... Wir rennen einfach mal hier lang. Gucken, was passiert. Kältewiderstand. Wir schnappen uns den Schrein. Und dann sage ich einfach mal, wir sehen uns beim nächsten Mal zu Let's Play Diablo 2. Wenn ihr Lust habt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!